Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. Oh, schon Level 30. Bei ATS 2 sind wir glaube ich auch schon so um die Level 30, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Eigentlich gute Frage. Können wir auch tanken. Dürfte aber noch bis zum nächsten Rastplatz reichen. Also, bis wir auch schlafen müssen. Und einmal schlafen werden wir auf jeden Fall müssen. Oh, Entschuldigung. Wir haben sogar Zeit zum zweimal schlafen, sehe ich gerade. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt irgendwie schlafen. Ich meine, von der Zeit her. Obwohl, eben von der Zeit her bräuchte man gar nicht schlafen. Na gut, dann wollen wir doch nicht schlafen gehen. Easy. Oh. Das ist doch schon wieder zu schnell. Aber sicher doch. Ja, 300 Meilen haben wir noch und der Tank reicht doch für 400 Meilen. Oh, klingt gut. Wobei ich gesehen habe, diese Berechnung hier mit dieser Distanz ist sehr großzügig. Bei ATS weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber bei ETS ist es so, dass diese Distanz immer 50-fach so hoch ist. Doppelt so hoch ist wie die Literanzahl. Sprich also, es wird davon ausgegangen, dass man auf 100 Kilometer 50 Liter verbraucht. Allerdings verbrauchen die meisten LKWs heutzutage so im Durchschnitt eher so um die 30. Ja. Und selbst wenn ich mit den LKWs in ETS sehr schnell fahre, also 140 oder sowas, also jetzt nicht dauerhaft auf Gas stehe, sondern wirklich mit einem Cruise Control auf 140 bin, selbst dann erreiche ich nur so um die 48 Liter pro 100 Kilometer. Das heißt wirklich auf über 50 Liter pro 100 Kilometer zu kommen, da musst du wirklich schon die ganze Zeit einfach das Gaspedal komplett durchdrücken. Dann komme ich so auf ungefähr so 53 bis 57. Das heißt, die Distanz bei ETS hat sehr viel Reserve. Wie das hier bei ATS ist, ehrlich gesagt, gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel die LKWs hier so in der Regel schlucken. Also mal ja auch dadurch, dass bei ATS nicht so viele Regulierungen existieren, also in Amerika allgemein, nicht so viele Regulierungen existieren, weiß ich gar nicht, wie gleichmäßig das ist, weil bei Europa ist es halt so, dadurch, dass das durch die Euro 5 und jetzt so neu die Euro 6 Norm festgelegt ist, wie viel LKW maximal verbrauchen darf, versuchen halt alle LKW-Fahrer das möglichst zu schaffen, was darin resultiert, dass nahezu alle LKWs so ziemlich die gleiche Spritverbrauch haben.
Also nahezu alle LKWs haben so um die 30 Liter pro 50 Kilometer. Ob das bei AT, also bei in Amerika aber auch so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ob da nicht wirklich doch wesentlich größere Unterschiede zwischen verschiedenen Leistungsklassen und vor allen Dingen zwischen verschiedenen Firmen existieren. Oder ob dort auch alle relativ gleich viel brauchen. Naja, auf jeden Fall, wenn da steht 400 Meilen, dann dürfte der Tank auch bestimmt mindestens 400 Meilen reichen, wenn wir, wie gesagt, nicht die ganze Zeit mit dem Bleifuß fahren. Von daher, also die 260 Meilen schaffen wir also auf jeden Fall. Ja. So, Entschuldigung, war abgelenkt. Das hier wollte ich umschalten, genau. Jetzt macht der Wunder so das, was ich gerade machen wollte. Was ist das für ein Arsch? Toll zu bremsen. Er bremst mich nicht aus.
Oh, ich weiß, wieder so schöne Steinwände hier. Nice, nice. Was ist eigentlich diese landwirtschaftliche Inspektion? Da muss ich echt mal recherchieren. Haben die Angst, dass wir irgendwelche Blumen klauen oder was? Guck mal, die werden da hinten gerade ausgeraubt. Och nein, schon noch Regen. Der will es doch super klar. Wie kann es denn jetzt regnen, Alter? Na gut, so langsam wie wir fahren, dürfte das kein Problem werden. Trotzdem, geil ist anders. Oh. Ah, jetzt ist noch neblig, Alter. Holy shit, boy. What a Dreckswetter. Aua!
Aua, aua, aua. Meine Damen und Herren, wir haben einen Unfall. Ein schöner LKW, 5% Schaden. Krieg ich nie wieder zurück. Scheiße, aber auch. Meine Ladung geschaffen bekommen? Nö. Na gut, wird die Hauptsache die Ladungseile. Easy. Oh mein Gott! Keep flat. Ich meine, wir können mal gucken, ob wir hier ranfahren sollten. Aber eigentlich, wenn wir bei unserem Ziel sind, sollte da eigentlich irgendwas in der Nähe sein. Ja, siehst du, ja, hier ist eine riesige Station. Ja, schade, dann muss aber echt bald direkt die nächste Garage kommen. Aber bei. Ohne einen weiteren LKW nutze ich es erstmal nicht. Wobei wir es auch so machen können, wir haben ja eine eigene Dreiergarage, dass wir dort erstmal zwei LKWs kaufen. Dann eine Garage kaufen. Dann die beiden LKWs in die neue Garage verfrachten. Dann noch mal kaufen. Ja, auf jeden Fall quasi, dass wir, bevor wir die nächste Garage kaufen, erstmal noch zwei weitere LKWs kaufen, die wir halt bei unserer Garage überlassen.
Der Nebel wird wieder dichter. Dichter und denker. Ja, Nachfolger. Sieht geil aus, Alter. Holy shit. Das ist mal eine Atmosphäre hier, ey. Wenn jetzt hier noch links oder rechts eine Schule erscheint, dann schrei ich aber. Könnt ihr aber wissen. Alter, sieht das geil aus. Sehr geil. Oh, jetzt runter wieder. Haben wir jetzt echt alles dabei. Einsame, verlassene, unbefestigte Straße. Links und rechts Bäume, Nebel, Gewitter. Auch noch Regen. Aber das ist ja so nebenbei. Also sag's euch, dass das nächste Silent Hill wird auf der Prism 3D Engine laufen. Bestimmt nicht. So. Yeah. Dann gucken wir mal jetzt. Oh, schon ist es dunkel in Berlin. Oh. Können wir hier einmal rumfahren? Ja, ne? Oh. Aber da hinten sieht es aus, als wenn wir da wenden könnten. Vier Briefkästen wohl. Eigentlich haben wir hier schon alles, was wir brauchen, ne? Und der LKW ist soweit perfekt. Gut. Dann würde ich mal sagen. So, alte Vier geht ja gar nicht. Soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.